Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind im Gym, ich bin top motiviert, habe gerade eben schon 4 Löffel Booster reingehauen, Freunde. Deswegen will ich auch gar nicht so lange rumlabern, sondern einfach direkt ins Video reinsmashen. Und zwar, worum wird es heute gehen, Leute? Ich habe heute Brustrücken am Programm und habe mir gedacht, Freunde, weil ich immer so viele Fragen auf Insta bekomme, wie sieht mein Training aus, was mache ich, welche Übungen, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, worauf achte ich und so weiter, habe ich mir gedacht, Leute, ich werde euch heute durch mein Training mitnehmen, aber mit Fokus, Leute, wie gesagt, ich trainiere Brustrücken auf den Rückenteil, Leute. Sprich, ich werde euch alle meine Rückenübungen zeigen, wie viele Sätze ich da mache, wie viele Wiederholungen ich da mache, worauf ich vielleicht bei den Übungen speziell achte, Sitzeinstellung, Ausführung und so weiter, Leute. Darum soll es heute gehen, Leute. Davor werde ich jetzt, wie gesagt, die Brustübungen durchballern. Vielleicht mache ich auch abwechselnd mal schauen, das mache ich immer nach Gefühl, werde ich euch dann einfach berichten. Und ja, jetzt wärme ich mich erstmal auf, Leute, und dann gibt es erstmal Chest Press, Bankdrücken, Leute. Let's go. Lost Head Kick natürlich mal wieder rein. Bench Press natürlich, Freunde. So, Leute, wir sind fertig aufgewärmt. 100 Kilo sind drauf, Leute. Jetzt wird erstmal gebencht. 5 Sätze stehen an. 5x5, Leute. Also, let's go. Bankdrücken hätten wir erledigt. 5x5, Alter. So easy wie noch nie, schwör es euch. Richtig geil. Und zwar Montag nach der Deload-Woche gingen sie, muss ich sagen, ich habe sie zwar 5x5 gepackt, aber echt extrem schwer und anstrengend. Heute, Leute, zweites Brustrückentraining nach der Deload-Woche ging wieder richtig geil, Leute. Also haben sich echt geil angefühlt. Nächstes Mal werde ich definitiv auf die 105 gehen. Bin dann gespannt, wie die laufen werden. Bin ich auch optimistisch. Sollten easy gehen eigentlich. Trotz dessen, dass ich jetzt eigentlich schon mit den Kalorien weiter unten bin als sonst. Für alle, die es noch nicht wissen, Leute, ich mache eine Wettkampfdiät. Bin jetzt auf 3000 Kalorien derzeit, weil im Oktober steht ein Wettkampf an. Und ja, wir starten jetzt einfach mal. Haben die Kalorien ein bisschen gecuttet auf 3000. Davor war ich auf 3600 in dem cleanen Aufbau, Freunde. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen verringert auf 3000. Aber dafür ist die Kraft eigentlich noch gut da. Eklar, Leute, es sind jetzt nicht so wenige Kalorien. Aber ja, bin auf jeden Fall happy. Jetzt geht's weiter mal mit Schrägbankdrücken an der Maschine, Leute. 50 Kilo sind da drauf. Und da mache ich jetzt auch wieder nur 5 Sätze, beziehungsweise nur, sind eh viele, 5 Sätze, Leute, zu jeweils 8, 10, 12 Wiederholungen. Mal schauen, wie viele gehen, Leute. Und ja, wir starten mal direkt rein. Let's go. So, Leute, Brust hätten wir erledigt. Ja, ich mache derzeit nur 2 Übungen. Liegt einfach daran, dass ich mich hardcore auf diese beiden Übungen fokussiere und in denen wirklich stark an Kraftzuwachs haben will. Und deswegen einfach ich nur die 2 mache, um einfach nicht zu viel Volumen zu ballern, weil mich das dann eben bei Bankdrücken sowohl wie bei Schrägbankdrücken einfach nur mehr hindern würde. Deswegen bleibe ich einfach derzeit nur bei diesen beiden Übungen, Leute. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir zu meinem Rückentraining, Leute. Wie ihr schon sehen könnt, ich stehe hier am Lattzug, Freunde. Und das ist die erste Übung bei mir. Ich mache da 5 Sätze zu jeweils 8 bis 12 Wiederholungen. Ist, könnt ihr generell merken, so mein Wiederholungsradius immer 8 bis 12 Wiederholungen. Eigentlich bei jeder Übung, muss ich sagen, außer jetzt bei Bankdrücken, stimmt, da war es 5x5. Auf jeden Fall, Freunde, worauf achte ich da? Ich werde euch da ganz kurz mal einen Crashkurs oder wie man das auch immer nennen mag, geben. Da ist mal wenig Gewicht drauf, mal zur Ausführung, Freunde. Ich schaue, schönen Stretch reinbekommen, da könnt ihr den Kopf ruhig weiter vorgehen, dann ein bisschen nach hinten lehnen, Leute, nicht zu sehr nach hinten. Aber ihr wisst, was ich meine, ein bisschen, Freunde, Ellbogen vorm Körper führen, nicht so, sondern vorm Körper, Freunde, schön rein squeezen, am besten eine Sekunde hinten halten und dann gehe ich meistens auch wieder langsam rauf und explosiv runter, langsam rauf, explosiv runter. Und nicht wundern, Freunde, ich habe noch ein leichtes Problem, meine Technik ist auch noch nicht perfekt, Leute, und zwar unten knicke ich manchmal mit meinen Handgelenken ab, das Problem habe ich schon länger, muss gefixt werden, Leute, aber ich arbeite dran. Auf jeden Fall, Freunde, diese Übung primär für den Lat, wie schon die Übung, wie der Name der Übung schon verrät, Latzug, Freunde. Danach geht es dann weiter mit Rudern, aber das ist jetzt meine erste Übung, Freunde. Ich weiß nicht, mehr dazu kann man eigentlich nicht sagen. Latzug sollte jeder von euch kennen. Ist eigentlich ein Basic-Übung. Generell mein Rückentraining ist recht leicht gehalten, recht simpel. Okay, Freunde, ich habe mich bei einer kleinen Sache geirrt und zwar, ich mache nicht 5 Sätze, das habe ich nämlich geändert, weil bis dato habe ich eigentlich immer auch nur 2 Rückenübungen gemacht. Aber, Freunde, ich hatte Bock, noch eine dritte Variation reinzubringen und zwar mache ich nämlich jetzt noch
4 Sätze bei den Latzug, sprich ich habe um einen Satz verringert, damit ich sozusagen noch eine dritte Übung reinhauen kann und wir nicht schon zu viel einfach beim Latzug machen. Aber wie gesagt, die anderen Übungen zeige ich euch davor. Nur kurze Ausbesserung, ich mache 4 Sätze zu je 8 bis 12 Wiederholungen. Ain't nobody coming, I've been gunning from 100 yards, trying to hit my mark, missing every time, this will be the start of the picture perfect, watch you wish you working with no hands, I got plans, stack 100 bands, people in the stands, and they fit. Alter Freunde, ich sag's euch, ich bin langsam gut K.O., aber es läuft trotzdem noch. Ich bin hyped. Wir sind jetzt bei der zweiten Rückenübung und zwar machen wir da Rudern an der Maschine, nicht am Kabelzug. Ich habe das damals immer am Kabelzug gemacht, falls vielleicht können sich noch einige von euch erinnern oder ein paar von euch. Zu Hause habe ich das Ganze dann statt Kabelzugrudern mit der Langhantel gemacht. Jetzt aber wieder, Freunde, bin ich auf diese Maschine gekommen. Hat mir Paul auch den Tipp gegeben, Freunde. Und ich muss sagen, ich liebe sie. Sie ist zwar übelst anstrengend, übelst schwer, aber sie ist geil, Freunde. Geht gut in den Rücken rein. Und ja, Leute. Ich werde jetzt einfach mal machen. Ich mache da auch wieder 4 Sätze, Leute. Bin jetzt bei 47,5 Kilogramm. Läuft auf jeden Fall. Ist eigentlich eh selbsterklärend, Freunde. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr könnt rein theoretisch wieder ein paar Einstellungen machen, was den Sitz angeht. Wenn ihr zum Beispiel etwas weiter unten sitzt, ich sitze jetzt nicht zu übertrieben weit unten, weil, das habe ich bei der letzten Übung, den tiefen Sitz, sprich, wenn ihr tiefer sitzt, Leute, habe ich eh schon gesagt, eher mehr Rückenmitte, ich sitze hier weiter, wieder ein bisschen weiter oben, sprich, geht schön auf den ganzen Lat, auf den unteren Lat, auf den oberen Lat, also läuft auf jeden Fall und das ist meine zweite Übung, Freunde, für den Rücken. Let's go! This other beam me up to the mothership. I ain't from it anyway. Practice freestyles on Renegade. Life gave me lemons. I turned that shit into Minute Maid. Y'all wave rider. My only interest to innovate. Music ain't a but luckily I can penetrate. All I know is aim target lock shoot disintegrate. Okay, Leute, wir sind bei der letzten und dritten Rückenübung angekommen. Wie schon vorhin erwähnt, High Rows werdet ihr wahrscheinlich schon öfters bei mir gesehen haben, Leute. Habe ich jetzt logischerweise zu Hause während dem Lockdown und so weiter nie gemacht. Jetzt wieder back in Gym. Seit mittlerweile, glaube ich, schon wieder 3-4 Wochen mache ich die auf jeden Fall wieder. Und zwar, Leute, da jetzt, wie ihr schon sehen könnt, ich sitze richtig niedrig, greife recht breit, also jetzt nicht zu eng, sondern schaue, dass ich breit greife, Leute. Und ich zeige es jetzt nur vor, weil es schon mein Arbeitsgewicht drauf und ruder dann, beziehungsweise das Rudern, ja, rudern, ruder dann wirklich schön breit nach hinten, damit das Ganze schön auf die mittlere Rückenpartie geht, Leute, auf den Trapez mit einfach einem schönen, fetten, geilen, muskulösen Rücken bekommen, Leute. So schaut's aus. Da mache ich jetzt nur mehr 3 Sätze, Leute. Deswegen auch nur 4 Sätze Latzug, 4 Sätze auf der Maschine rudern. Und ja, damit einfach noch für die Übung ein bisschen Platz ist, hatte ich Bock drauf auf jeden Fall. Letzten 3 Sätze, Leute, dann war es das auch schon wieder mit dem Training. Und ja, bin auf jeden Fall zufrieden, wie es heute gelaufen ist. Jetzt noch letztes Mal Gas geben und dann sehen wir's. Let's go. My name, that's dead. I'm psychosis, I'm eating your brains. That's on your head, need a bigger bag. Feel like Scotty, they pay Michael Moore and mad. See me run it up like a fight on score. Get the gap. Talking money, I live this life before I'm spitting mad. This been bottled up like a liquor store. Freunde, wir sind durch mit dem Training. War eine richtig geile Einheit. Ich schwör's euch. Oftmals, Freunde, und zwar bei mir heute auch wieder. Hatte ich anfangs nicht so Bock, war ein bisschen demotiviert. In der Früh habe ich mir schon gedacht, Alter, das wird ein Scheißtraining. Weil ich übelst lange gebraucht habe heute, um einfach frisch zu werden und wach zu werden. Aber dafür war das Training 5-mal, 10-mal, 100.000-mal so geil. Vielleicht lag es, Freunde, am geilen Goat. Habe ich mir nämlich 4 Scoops von gegönnt. Oder, Leute, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Und zwar sind heute, vor, glaube ich, einer Stunde, um 18 Uhr genau, wir haben es jetzt, 19 Uhr, genau, vor einer Stunde, sind 2 neue Geschmäcker von den EAAs rausgekommen. Wir haben einmal Yum Yum Air Orange Juice. Habe ich heute während dem Training getrunken. Gönne ich mir jetzt gleich noch den letzten Schluck. Ich mische immer mit einem Liter Wasser. Bekommt ihr das Wasser gut runter. 11 Gramm Eiweiß pro Portion. Generell auch wichtig für Vegetarier und Veganer, um einfach die essentiellen Aminosäuren abzudecken, Freunde. Wie gesagt, erster Geschmack, der heute neu rausgekommen ist, Orange Juice. Zweiter Geschmack, Freunde, Cool Cassis. Beide Geschmäcker. Eine 1 Plus mit Sternchen kann ich euch nur wirklich, wirklich sehr stark ans Herz legen und empfehlen, Freunde. Und wenn ihr euch eine Packung gönnt, mal ausprobiert, über den Link unten in meiner Videobeschreibung oder ihr könnt auch auf Instagram, da in meiner Story, euch einen Swipe-Up. Das sind spezielle Swipe-Ups und spezielle Links in der Videobeschreibung, denn ihr bekommt noch eines von den 4 Team Rocker Exclusives gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch einmal noch gratis Strong, Gold, Pink Essentials oder ein Smacktastic dazu aussuchen. Ich bin jetzt auf jeden Fall durch mit dem Training. Werden wir jetzt auf den Weg nach Hause machen, da mal was Gutes essen. Abendessen fehlt noch, Freunde. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder zu Hause. Bis gleich. Wieder back home, Freunde. Und ich sag's euch, bei mir ist derzeit gefühlt der ganze Tag Training, Schule und Kochen, Leute. Ihr seht hier noch, die Sachen stehen von der Früh, weil ich einfach immer so früh aufstehe, Freunde, und dann keine Zeit mehr habe, das alles wegzuräumen.
Heute werde ich wahrscheinlich so machen. Abendessen kochen, bevor ich esse, Leute. Stretching-Routine machen, nach dem Essen Frühstück vorkochen und dann ab ins Bett, Freunde. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Tag. Das heißt, ihr seht, mein Tag ist eigentlich derzeit, beziehungsweise unter der Woche sind immer meine Tage extrem ausgebucht, ausgeplant und ich habe wirklich keine Zeit für irgendwas anderes. Aber Freunde, die Sache ist, es macht mir Spaß und deswegen ist es für mich ein Lifestyle einfach, den ich liebe, Freunde. Natürlich Schule, schließe ich da jetzt mal, also Schule liebe ich nicht, Freunde, das habe ich nicht gesagt, weil das, Alter, kostet mich halt derzeit die meiste Zeit noch. Und ja, jetzt koche ich erstmal, Freunde, wir sehen uns gleich, wenn das Essen fertig ist. Stretching-Routine abgehakt, Freunde, jetzt gibt es endgültig mein Essen. Dritte Mahlzeit, Freunde. Schau jetzt mal kurz nach, wann ich denn heute mein Mittagessen gegessen habe. Habe ich in der Freistunde nämlich gegessen. Und zwar war das um 13.40 Uhr, das heißt, ja, mehr als 7 Stunden nichts gegessen, Freunde. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall nach einem harten Training, Stretching-Einheit. Hunger ist auf jeden Fall gut da und jetzt einfach nur rein damit. Bam, Freunde, I'm back. War gerade 15 Minuten in der Sauna, vielleicht sieht man es mir an, ich schwitze noch gerade. Bisschen nach auf jeden Fall. Was darf nicht vergessen werden? Digga, bei mir fliegt am Schreibtisch alles um, Alter, weil ich da so viel Geschirr wieder stehen habe. Auf jeden Fall, war fast offen. Meine Daily Subs, Freunde, Greens Strong Omega 3 habe ich gerade eben schon genommen. Vitamin D3, K2 nehme ich auch immer, Freunde. Und ja, Pink Essentials in der Früh, ihr wisst Bescheid, das sind so meine Daily Sachen, die ich so nehme während der Diät, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich liebe euch, Freunde. Bedanke mich für euren Support. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, ihr habt es nicht bereut, das Video zu sehen. Und ja, Leute, wenn das alles zutrifft, dann unbedingt liken, kommentieren und abonnieren. Würde mich richtig freuen, Freunde. Wir sind fast 50.000. Vielen, vielen Dank, Leute. Die hitten wir jetzt auch bald. Let's go, Freunde. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace out.